I actually studied psychology, like classical psychology, for 14 years almost. And parallel to it, there was always Jung. And then at some point I thought, well, you know, this unconscious business, it's big, you know. It's much bigger than consciousness, it's much bigger than the symptom. It's not, you know, it's beyond this. So I don't think you choose it, you know, consciously. It just is something that embraces you, and then you just, you know, you go with it, you know, and it's great. It's lovely. Yeah. Ich freue mich wirklich sehr, ganz von Herzen, dass ich Ihnen Dr. Angeliki Yassimidis vorstellen darf, die jetzt gleich uns mit einem, ich bin ganz sicher, wunderbaren und inspirierenden Vortrag hier in den Abend starten lässt. Und da die Angeliki ja wahrscheinlich noch nicht so bekannt ist, möchte ich einfach kurz einige biografische Daten zu ihr mitteilen, so dass man das auch so ein bisschen einordnen kann, was ihre Arbeit bedeutet. Angeliki ist Entwicklungspsychologin und promovierte in analytischer Psychologie an der University of Essex in Großbritannien und beendet gerade ihre Ausbildung als Jungianerin in Italien an einer internationalen anerkannten Akademie. Sie hat sehr viele praktische Erfahrungen aus ihrer langjährigen Arbeit sowohl mit Kindern und Jugendlichen als auch mit Eltern. Und hat auch eine Zeit lang in New York gearbeitet. Angeliki, now I would like to ask you to come on stage and join us. And we are really looking forward to have you here with your nice speech. So having the time of our lives. Also die Zeit unseres Lebens haben. Understanding time, embracing eternity. Das Verständnis für die Zeit und gleichzeitig das Umarmen der Ewigkeit. So the process of getting the translation of this conference was very interesting, the title. Der Prozess, die Übersetzung für dieses Titel zu bekommen, war sehr aufregend. So the first thing that came up was success. Das erste, was hervortrat, war eben der Begriff von Erfolg oder Gelingen. And this is the translation offered by Google as well. Das ist auch die Übersetzung von Google. So then they explained that it doesn't really mean success. Und Google hat also erklärt, dass Gelingen eigentlich nicht Erfolg bedeutet. It has more to do with fulfillment. Es hat mehr mit Erfüllung zu tun. And that was a great relief. Und das war also eine große Erleichterung. Yeah, because I'm not sure what success means, how it's measured, and frankly, if it matters at all. Denn ich weiß nicht, wie man was Erfolg bedeutet, wie man das misst und ob das überhaupt wichtig ist. And then I was given an additional information. I was told that this concept in German has to do with living life in the way that at the end you say, I did it well. Und dann habe ich die Information bekommen, dass auf Deutsch Gelingen eigentlich bedeutet, dass wenn man am Ende seines Lebens oder gegen Ende seines Lebens sagt, so wie ich gelebt habe, es war gut so, wie es war. So I also asked my German mother-in-law. Also fragte ich auch meine deutsche Schwiegermutter. So she said it's about having a complete life. Und sie sagte, es geht darum, ein erfülltes Leben zu haben. And I find this very accurate about what I will try to talk to you today. Und ich finde, dass das sehr stimmig ist mit dem, worüber ich heute mit euch sprechen möchte. The idea that in order to grasp the complete picture of life, der Gedanke, dass damit wir das ganze Bild des Lebens begreifen, you have to try to grasp the complete picture of time. Muss man auch das komplette kompletten Begriff von der Zeit auch erfassen. So I guess the complexity and the beauty of the German language is completely lost in translation. Also ich denke, dass die Komplexität und die Schönheit der deutschen Sprache sich gänzlich verliert in der Übersetzung. And I need to learn German. Und ich muss Deutsch lernen. Yes. So with these considerations, also mit diesen Berücksichtigungen, I will try to talk about fulfillment. Werde ich versuchen, über Erfüllung zu sprechen. So, the feeling of being full or complete. Also das Gefühl, ganz zu sein und erfüllt zu sein. So, in the English language at least, fulfillment has to do with
an outer reality. In der englischen Sprache hat Erfüllung damit zu tun oder mit der äußeren Realität etwas zu tun. So something needs to be filled. There is a task to be carried out. Etwas muss erfüllt werden. Es gibt eine Aufgabe, die erfüllt werden muss. So there's an outer reality that we are called to successfully meet, essentially. Es gibt also eine äußere Realität, wo wir gerufen werden, etwas zu leisten. So I come here today as the representative of my field of study, which is analytical psychology. Ich komme hier heute als Vertreterin meines Fachbereiches, die analytische Psychologie, which is the theory of the Swiss psychiatrist Carl Gustav Jung. Die Theorie des Schweizer Psychiaters Carl Gustav Jung. So my particular interest for at least the past 10 years have been temporality. Also mein ganz besonderes Interesse galt in den letzten 10 Jahren die Zeitlichkeit. And the way time manifests in the psyche, and particularly through the concepts of Carl Jung. Wie die Zeitlichkeit sich manifestiert in der Psyche. And in particular. How it manifests in the theory of Jung. Und wie sich das manifestiert in Jungs Theorien. So in what follows, I will attempt to give you an understanding. Also im Folgenden werde ich versuchen, euch ein Verständnis dafür zu geben. How our temporal frame of reference can play a significant role in fulfillment. Wie unser zeitlicher Rahmen eine Rolle spielen kann, wenn es um die Erfüllung geht. Through the theory of Carl Jung. Durch die Theorie von Carl Jung. So I think I should begin by explaining the title, because you're not native English speakers and I'm not either. Ich denke, ich sollte damit beginnen, über den Titel dieses Gespräches zu sprechen, denn ihr seid nicht Englisch-Muttersprachlerin und das bin ich auch nicht. So the expression having the time of my life, it means to have the best time ever. Also der Ausdruck, dass die beste Zeit seines Lebens, having the time of our life, bedeutet also das Beste, das wir erleben können. To enjoy life to the fullest. Dass wir das Leben bis zum Anschlag genießen. I'm not going to offer you a formula, I'm afraid. So. Also ich werde keine fertige Rezepte hierfür liefern. It's a bit disappointing, but you know. Das ist vielleicht enttäuschend, aber. So this phrase, having the time of our lives, I think it has a lot of wisdom in it. Also dieser Spruch, die Zeit unseres Lebens haben, enthält auch Weisheit. Because if you can find yourself in a position to have time. Denn wenn du dich in der Lage befindest, Zeit zu haben, to literally possess time, buchstäblich Zeit zu besitzen, then you're very close to having an incredibly good time. Dann bist du ganz nah dran, eine außergewöhnlich gute Zeit zu haben. Because I think time is the most valuable commodity. Denn ich denke, dass Zeit das wertvollste Gut ist. So do we have time? Do we race against time? Do we possess time? Haben wir die Zeit? Müssen wir der Zeit hinterherrennen? Können wir Zeit besitzen? Is it given to us in finite amounts? Wird es uns geschenkt oder gegeben in abgezählten Mengen? And what does this have to do with fulfillment? Und was hat das mit Erfüllung zu tun? I happen to believe that the way we conceptualize and understand time. Für meinen Teil glaube ich, dass die Art und Weise, wie wir die Zeit konzipieren, dictates the way we use time, and in essence, it alters our experience of time. Gibt vor, wie wir die Zeit benutzen, und dann ändert das auch unser Verhältnis zur Zeit. And with it our experience of life itself. Und somit auch unsere Erfahrung des Lebens selbst. I think that the way we conceptualize time is intimately related to our quality of life. Ich denke, dass die Art und Weise, wie wir die Zeit konzipieren, ist sehr eng verknüpft, mit der Qualität unseres Lebens. So I want to start with a short clip, which Sonja will try to translate at the end, because so you can get the full effect. Ich möchte also beginnen mit einem kleinen Filmclip und Sonja wird am Ende eine Art Zusammenfassung machen. Wo
is it? I could tell you it's 9:02 p.m., but your time may vary depending on where and when you are. For most of us, time is a set of numbers we use to gauge our days. We live our lives by the clock, waking up, racing to work, going to bed, and on and on. It wasn't always like that. When I was a kid, summers were timeless. I had no particular place to be, no appointments to be kept. My days were bounded only by the position of the sun. Time didn't matter so much back then. Now my life is a race against time. But what am I racing against? Is time a real thing built into the universe? Or is it just an abstraction, something we humans created to keep our civilizations running? For the answer, we have to ask a deceptively simple question. What is time? Think about it. Try to define it. It's not easy. Ja. Also Morton Freeman sagte, dass was ist die Zeit? Es ist eine Zusammenstellung von Minuten und das diktiert unser Leben in der Welt. Als er Kind war, hatte er mit Zeit wenig am Hut gehabt. Für ihn gab es die Sonne und den Aufgang und Untergang der Sonne, das war so seine Uhr sozusagen. Und das Rennen gegen die Zeit, damit die Zivilisation aufrechterhalten wird, ist das, was wir fast alle mit beschäftigt sind. Aber geht es denn auch darum? So, my seven-year-old son. Mein siebenjähriger Sohn. He watched this with me when I was preparing this presentation. Hat diesen Clip mit mir geschaut, als ich die Vorbereitung für diese Präsentation gemacht habe. And then he said, "Huh? Time? Everybody knows what time is." Er sagte, "Hä? Jeder weiß doch, was die Zeit ist." It's something to do with the clock moving. Es hat ja mit der Bewegung der Uhr zu tun. It tells you when to wake up and when to go to bed. Es sagt dir, wann du aufstehen musst und wann du ins Bett gehen musst. So a young child of seven, he just went to school, he has internalized time. Also ein siebenjähriger Junge, der gerade in die Schule gekommen ist, hat verinnerlicht, was die Zeit bedeutet. Or rather, he's internalized the reality of the clock. Beziehungsweise er hat die Wirklichkeit oder die Realität der Uhr verinnerlicht. And he knows how important it is for our lives. Und er weiß, wie wichtig das ist für unser Leben. But is this time? Aber ist das die Zeit? So, I believe that time is the barometer of every human expression. Also ich glaube, dass die Zeit der Barometer ist von jeglicher menschlicher Ausdruck. There's always an implicit, if not explicit, assumption about time. Es gibt immer eine explizite, wenn nicht implizite, assumption. Vermutung über die Zeit. Behind every theory concerning the human existence. Hinter jede Theorie, die mit der menschlichen Existenz sich befasst. Each field, approach, statement or sentence needs to rest against a temporal background. Jeder Feldansatz oder Aussage basiert auf dem zeitlichen Hintergrund. And even though time is in a very obscure concept, it is also an indispensable element of our experience. Und auch wenn die Zeit ein sehr obskurer Begriff ist, hat es sehr viel zu tun mit unserer Wirklichkeit. It's the invisible presence that governs our world. Es ist die unsichtbare Präsenz, die unsere Welt regiert. It's the stage upon which our lives unfold and end. Es ist die Bühne, auf der unsere Leben beginnen und enden. Time is the element against which our time on earth is measured. Zeit ist das Element, gegen dem unsere Zeit auf Erden gemessen wird. Because at the end, life and death are the same thing. They're two sides of the same coin. Denn am Ende ist das Leben und der Tod die beiden Seiten einer Münze. And death
as we conceptualize it, is the end of our time. Und so wie wir das konzipieren, ist der Tod das Ende unserer Zeit. At least on Earth, in the form we experience it now. Vor allen Dingen auf der Erde, in der Form, in der wir das jetzt erleben. So I think it's imperative to try to understand time. Also ich halte es für äußerst wichtig, dass wir die Zeit verstehen. And our experience of it on Earth. Und unsere Erfahrung von der Zeit auf Erden. Or at least to say we have done our best in trying to understand it. Oder wenigstens zu sagen, dass wir das Beste, dass wir beste Bemühungen gemacht haben, das zu verstehen. So the temporal background and foreground of our lives is essential about our experience and most probably our death. Also der zeitliche Hintergrund und Vordergrund unseres Lebens ist eine der wichtigsten Erfahrungen. Marcel Proust, the man whose name is associated with the search for lost time. Der Dichter, der den mit dem wir assoziieren sein Werk auf der Suche nach der verlorenen Zeit. He said, the time which we have at our disposal every day is elastic. Er sagte, die Zeit, die uns jeden Tag zur Verfügung steht, ist elastisch. The passions that we feel expanded. Die Leidenschaften, die wir empfinden, sind ausgedehnt. Those that we inspire, contracted. Die wir inspirieren, sind zusammengezogen. And habits fill what time remains. Und die Gewohnheiten füllen die Zeit, die dann übrig bleibt. And those of us who read Proust's emotional roller coaster. Und die Prousts emotionale Achterbahn gelesen haben, we can attest to the severity of this statement. Können wir die Ernsthaftigkeit dieser Aussage bestätigen. And I think every single one of us has traveled back and forth in time. Und ich denke, jeder von uns ist in der Zeit hin und zurückgereist. Following the lead of an emotion, a memory, a recollection, a fantasy, a wishful thinking, a wish, desire. So we know what it is to stretch time. We all know this. Also, wir wissen, was das heißt, die Zeit auszudehnen. Das kennen wir alle. To get lost in time and to go beyond the linear boundaries of time. Dass wir in der Zeit verloren, uns auch verlieren können und jenseits der Linearität der Zeit zu gehen. So in essence, Proust suggested what Einstein suggested. Also Proust hat das vorgeschlagen, was auch Einstein vorgeschlagen hat. But much more poetically. Aber natürlich viel poetischer. So time is relative. Das heißt, die Zeit ist relativ. So, according to general relativity theory. Also gemäß der allgemeinen Relativitätstheorie. Time is stitched together with space to form a four-dimensional space-time continuum. Ist die Zeit zusammengestickt mit Raum, um ein stitched together with space to form a four-dimensional space-time continuum. Ein vierdimensionales Zeitraum-Kontinuum zu bilden. So the passage of time is not absolute. Also das Vergehen der Zeit, also der Gang der Zeit ist nicht absolut. So there's no cosmic clock that ticks away the hours of the universe. Es gibt also keine kosmische Uhr, die Stunde schlägt auf Erden. Time differs from one point of reference to the next. Die Zeit ändert sich von einem Bezugspunkt zum anderen. So according to the theory of relativity, each one of us is a different clock. Gemäß der Theorie der Relativitätstheorie ist jeder von uns eine eigene Uhr. So the human perception of having time, past, present and future. Die menschliche Wahrnehmung eine Vergangenheit, eine Gegenwart und eine Zukunft zu haben. According to the theory of relativity at least, is solely a function of consciousness. Gemäß der Relativitätstheorie wenigstens ist nur eine Funktion von Bewusstsein. Of the human mind. Des menschlichen Minds. So I will give you a quote from Einstein that I really like. Ich gebe jetzt ein Zitat von Einstein, das mir sehr gefällt. For people like us who believe in physics, für Menschen wie wir, die an die Physik glauben,
know that the distinction between past, present and future wissen, dass die, dass der Unterschied zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft is only a stubbornly presented, sorry, persistent illusion. Ist nur eine hartnäckige Illusion. Keep calm and relax. Time is relative. Also bleibe locker und entspann dich. Die Zeit ist relativ. So we live concurrently in absolute and relative time. Wir leben also gleichzeitig in absolute und relative Zeit. So our frame seems quite fixed. For example, we all agree it's the 29th of May, I guess, 2015. 7:45. Also unser Rahmen ist also steht fest, also es ist der 29. Mai um 7 Uhr so und so viel im Jahr 2015. And even though we share our humanity and with it our temporal frames. Und auch wenn wir eine Menschlichkeit teilen und damit auch einen zeitlichen Rahmen. For each one of us, time has a completely different meaning. Für jeden einzelnen von uns hat die Zeit eine ganz andere Bedeutung. For every individual is subject to different rules, experiences and influences. Denn jedes Individuum unterliegt verschiedene Regeln, Erfahrungen. Influences und Einflüssen. So the brain's ability, also die Fähigkeit des Gehirns, or perhaps disability, oder die mangelnde Fähigkeit, to process time, die Zeit zu verarbeiten, is demonstrated in cases of neurological brain damage. Wird dargelegt in Fällen von neurologischen Schaden. There have been cases of patients suffering an aneurysm. Wir haben Fälle von Patienten, die an Aneurysmen gelitten haben. Who report time standing still. Die berichten, dass die Zeit stehen geblieben ist. The effects reported by these patients are very similar to the way bullets travel in the Matrix movie. Die Auswirkungen sind sehr ähnlich wie die Art und Weise, wie Kugeln in den Matrix-Film sich verhalten. As one patient said, it was like a high-speed film slowed down. Wie ein Patient mitteilte, es war wie ein Hochgeschwindigkeitsfilm, der in Zeitlupe passierte. So something localized in the brain. So dass etwas, was im Gehirn lokalisiert ist, has altered these people's perception of time. Hat eine Veränderung gebracht in der Wahrnehmung dieser Leute. And it has been frozen. In der Wahrnehmung der Zeit. Das heißt, diese Wahrnehmung ist eingefroren. And researchers recently suggest that some athletes can actually train themselves to perceive time more slowly than the rest of us. Who does it? Athletes. Athletes. Athleten. Can we... They say it is possible to train the brain of some athletes to perceive time more slowly than the rest of us. Sie sagen, dass es möglich ist, die Gehirne von Athleten so zu programmieren, they can perceive it more slowly. So dass sie die Zeit langsamer wahrnehmen können. For instance, surfers, zum Beispiel Surfer, can often adjust the angle in a split second it takes to catch the wave. Können den Winkel in einem Bruchteil einer Sekunde verändern, um genau die Welle noch zu kriegen. As if to froze time. Das heißt, als würde die Zeit einfrieren. And also, this is the frozen time experience is common in life-threatening accidents. Und dieses Einfrieren der Zeit ist auch sehr häufig bei lebensbedrohlichen Unfällen. People in near-death experience often report time standing still. Menschen, die in Nahtoderfahrungen verwickelt sind, berichten häufig, dass die Zeit stehen geblieben ist. So one possible explanation for this. Eine mögliche Erklärung hierfür is that the automatic mechanism triggered by stress hormones. Ist, dass der das automatische Mechanismus gesteuert von Stresshormonen speeds up the internal processing of the brain. Beschleunigt die internen Prozesse des Gehirns. To help us handle the life-threatening situation. Damit wir fertig werden können mit der lebensbedrohlichen Situation. So our thoughts and initiations of movement become faster. So dass unsere Gedanken und das Initiieren von Bewegungen beschleunigen sich. But because we're working internally faster, the world appears to slow down. Aber weil wir im Inneren viel schneller handeln,
scheint die äußere Welt sich zu verlangsamen. So the conscious experience of time is very fragile. So dass die bewusste das bewusste Erleben der Zeit ist sehr fragil, sehr brüchig. I want to give you another quote by Proust. Ich möchte noch ein Zitat von Proust nennen. That I think is relevant to what I want to talk today. Ich halte dieses Zitat auch für sehr relevant zu unserem Thema. It's written there. So, in theory, one is aware that the earth revolves, but in practice, one does not perceive it. The ground upon which one treads does not seem to move, and one can live undisturbed. So it is with time in one's life. Also in der Theorie sind wir uns bewusst, dass die Erde sich dreht, aber in der Praxis nehmen wir dieses nicht wahr. Die Erde, auf dem wir gehen, scheint sich nicht zu bewegen und man kann ganz ungestört, unbehelligt leben. Und so ist es auch mit der Zeit in unser Leben. So I feel this observation by Proust is accurate but quite incomplete. Also ich denke, dass diese Beobachtung von Proust ist akkurat, aber nicht ganz vollständig. Think for example how different life has been on earth for us humans since we discovered that the earth moves. Denkt dran, wie anders unser Leben auf Erden geworden ist, nachdem wir entdeckt haben, dass die Erde sich dreht. And that we're not the center of the universe. Und dass wir nicht das Zentrum des Universums sind. Perhaps as Proust said, we can live undisturbed. Vielleicht so wie Proust das darstellt, wir können unbehelligt leben. And not worry, we're going to fall off the face of the earth. Und uns nicht Sorgen machen, dass wir von der Erde runterfallen. But this knowledge does change us. Aber diese Erkenntnis verändert uns dennoch. Indeed, it changed our cultures, our history, our perception of life on earth. Es hat unsere Kultur verändert und die Wahrnehmung unseres Lebens auf der Erde. And also our perception of our place in the universe. Und auch die Wahrnehmung unseres Platzes im Universum. And I believe something similar happens with the concept of time. Und ich denke, etwas Ähnliches passiert mit dem Begriff der Zeit. Similarly regarding the knowledge of the Earth's movement, the knowledge regarding time. Die Kenntnisse über die Bewegung der Erde ist ähnlich wie die Bewegung der Zeit. An understanding about time's nature. Und auch das Verständnis der Natur der Zeit. Pondering on how it interacts with our psyche and the cosmos. Das Hinterfragen, wie die Interaktion ist zwischen der Psyche und dem Kosmos. Does affect our lives. Hat schon einen Einfluss auf unser Leben. This knowledge does not disturb us. Diese Erkenntnisse stören uns nicht. But it enhances our lives. Aber es bereichert unser Leben. Or at least it could. Oder wenigstens, es könnte unser Leben bereichern. And that is the point I want to emphasize today. Und das ist genau der Punkt, den ich heute betonen möchte. Understanding how time interacts with our psyche. Wenn wir ein Verständnis dafür bekommen, wie die Zeit mit unserer Psyche interagiert, and the cosmos at large can enhance our lives. Der Kosmos insgesamt kann unser Leben bereichern. And bring us closer to fulfilled life. Und uns näher bringen zu einem erfüllten Leben. So the way we perceive time can alter our experience of time. So dass die Art und Weise, wie wir die Zeit wahrnehmen, kann auch unsere Erfahrung oder unser Erleben der Zeit verändern. And with it our experience of our lives. Und somit auch die Erfahrung unseres Lebens. So how about Carl Gustav Jung and Roberto Saggioli? Also, wie steht's damit mit Carl Gustav Jung und Assa Joly? How do they all fit together? Wie passen sie alle zusammen? There is something about psychosynthesis that I find particularly attractive. Es gibt etwas in der Psychosynthese, das ich besonders ansprechend finde. And it's the ground upon which Christina and I have met and continue to work together. Und es ist der Basis, auf der Christina und ich uns begegnet sind, und auf dieser Basis arbeiten wir zusammen. And it has to do with the vision that analytical psychology and psychosynthesis share. Und es hat mit einer Vision zu tun, die analytische Psychologie und die Psychosynthese teilen.
You see, Roberto Assagioli was not the first to use the term psychosynthesis. Wisst ihr, Roberto Assagioli war nicht der Erste, der den Begriff Psychosynthese verwendet hat. Carl Jung used the term first as a way of revolting against Freud. Carl Gustav Jung hat das zuerst benutzt als eine Art und als eine Möglichkeit gegen Freud zu rebellieren. His Freud's one-dimensional approach. Freud's eindimensionaler Ansatz. And his heavy reliance on determinism. Und seine sein Verlass sein sich verlassen auf Determinismus. So in a letter to Freud, Jung wrote. In einem Brief an Freud schrieb Jung. That's behind them. Sorry. If psychoanalysis exists, a psychosynthesis must also exist, which builds a future according to the same laws. Wenn die Psychoanalyse existiert, dann muss die Psychosynthese auch existieren, die eine Zukunft baut gemäß derselben Gesetzmäßigkeiten. So Assagioli met Jung at the onset of his career and was very influenced by him. Assagioli begegnete Jung at the onset of his career, the beginning. Am Anfang seiner Karriere und war sehr beeindruckt von ihm. They shared many affinities, and Assagioli considered Jung to be the closest to psychosynthesis among the modern psychotherapists. Sie teilten sehr viele Affinitäten, und Assagioli betrachtete Jung als derjenige, der am nächsten an die Psychosynthese war. Jung as well as Assagioli. Jung sowie Assagioli were able to experience another dimension. Waren in der Lage, eine andere Dimension zu erfahren. And this dimension rests against a temporal background that is beyond determinism. Und diese again. This dimension rests against. Diese Dimension beruht auf a temporal background that is beyond determinism. Eine zeitlich eines zeitlichen Hintergrundes, das jenseits ist von determinism and causality. Von Determinismus und Kausalität. And I have come to realize that both Jung and Assagioli. Und ich bin zu dem Schluss gekommen oder zu der Erkenntnis gekommen, dass sowohl Jung wie auch Assagioli. They both relied on non-linear realities. Beide verließen sich auf nicht lineare Realitäten. Non-causal and non-traditional temporal backgrounds. Nicht kausale und nicht non-traditional und nicht herkömmlich oder traditionelle Hintergründe. They found each one of them an approach that encompasses a possible future. Sie fanden jeweils einen Ansatz, dass a possible future. Das eine mögliche Zukunft umfasste. As well as the temporally relative. So wie das zeitlich Relative. The internal and the timeless elements of the human psyche. Die ewigen wie auch die zeitlichen Elementen der Psyche. And of the cosmos at large. Und des Kosmoses insgesamt. And each one of them separately tried to create a theory that integrates this. Und jeder für seinen Teil versuchte eine Theorie zu entwickeln, die beides miteinander vereinte. They both relied on a temporality that allowed for experiences beyond unidimensionality. Sie verließen sich beide auf Erfahrungen beyond unidimensionality. Jenseits von menschliche and the cause and effect principles. Human what? They both relied on realities that allowed sie, for. Yeah, sie verließen sich beide auf Realitäten. That includes experiences beyond unidimensionality. Die Erfahrungen einschlossen jenseits von menschliche. What? I'm having trouble with that. Beyond unidimensionality, like a one-dimensional world. Jenseits der Eindimensionalität and cause and effect. Und Ursache und Wirkung. They chose to do so. Sie haben gewählt, das zu tun. And that I think is a choice that each one of us can make. Und ich denke, das ist eine Wahl, die jeder von uns treffen kann. And obviously I think it's worthwhile. Und offensichtlich, es ist klar, dass ich denke, dass es lohnend ist. Otherwise I would not be standing here. Sonst würde ich hier nicht stehen. So I will try to offer some examples. Also ich werde versuchen einige Beispiele zu anzubieten. From Jung's theory that demonstrate what I mean. Von Jung's Theorie, das darlegt, was ich sagen will.
So the overall framework of Jung's theory steered away from causality. Der Gesamtrahmen von Jung's Theorie ging jenseits von Kausalität. He was a man who opened his horizons beyond time. Er öffnete seine Horizonte jenseits der Zeit. He embraced timelessness. Er umfasste die Zeitlosigkeit. He believed that in order to appreciate the whole of our existence. Er glaubte, dass um fähig zu sein, das Ganze unserer Existenz zu umfassen, we must go beyond causality and linearity. Müssen wir jenseits der Kausalität und der Linearität gehen. We must allow for multidimensionality. Wir müssen Raum geben für die Multidimensionalität. He tried to encompass the physical and the psychic realms. Er wollte die psychischen und auch die physischen Welten miteinander verbinden. For Jung, the psyche has a temporally relative nature at large. Für Jung hatte die Psyche eine relative zeitliche at large in all its insgesamt. Every manifestation is timeless at the core. Jede Manifestation ist im Kern zeitlos. So essentially, time is relative, inner and outer. Also im Wesentlichen ist die Zeit relativ im Inneren wie auch im Äußeren. And even though our mind is trapped in linearity, und obwohl unser Verstand oder unser Gehirn gefangen ist in Linearität, we can actually expand our experience. Können wir unsere Erfahrungen eigentlich ausdehnen? By accepting timelessness as a modality. Wenn wir die Zeitlichkeit als eine Modalität akzeptieren. So when we speak of causality or the cause and effect principle. Also wenn wir über die Kausalität sprechen, also die Ursache und Wirkung. We rely by default on linearity. Im Zweifel verlassen wir uns auf die Linearität. So the past causes the present and the present causes the future. Das heißt, die Vergangenheit verursacht die Gegenwart und die Gegenwart verursacht die Zukunft. Jung's theory assumes there's something additional to this. Jung's Theorien nehmen an oder vermuten, dass es etwas Zusätzliches dazu gibt. And this acceptance of this assumption. Und diese Annahme, diese Vermutung can lead to a different experience of life. Kann zu einer veränderten Lebenserfahrung führen. So in other words, Jung's conviction, his belief. Also mit anderen Worten, die Glaubenssätze von Jung, his understanding regarding the interconnection of time and timelessness. Sein Verständnis der innere Verbindung zwischen Zeit und Zeitlosigkeit. And his acceptance of the wholeness in nature. Und seine Akzeptanz der Ganzheit der Natur. Allowed for experiences such as future telling dreams. Machten möglich prophetische Träume oder in die Zukunft schon weissagende Träume. Telepathy and synchronicity. Telepathie und Synchronizität. Among other similar events. Unter anderen ähnlichen Ereignissen. That are inexplicable by causality. Die durch die Kausalität sich nicht erklären lassen. And he considered them not just possible, but probable. Und er hielt sie für nicht nur möglich, sondern für wahrscheinlich. So what is non-linear time? Also was ist also nicht lineare Zeit? How can we conceptualize with our limited mind? Wie können wir dieses konzipieren mit unserem begrenzten Verstand? And I think we have to try to do this. Und ich denke, das müssen wir versuchen zu tun. Because if we are to embrace a different temporality. Denn wenn wir eine andere Temporalität oder Zeitlichkeit umarmen wollen, we must begin by trying to conceptualize it. Müssen wir anfangen, dieses zu konzipieren, so begrifflich zu machen. So I find this quite useful, this diagram. Ich finde dieses Diagramm recht nützlich. In visualizing linear versus non-linear time. Wenn wir lineare Zeit und nicht lineare Zeit visualisieren wollen. So the top diagram says what people think time is. Das obere zeigt, was die Menschen für die Zeit halten.
And the bottom diagram in a form of a circle says what time actually is. Und das untere Diagramm zeigt uns, was die Zeit eigentlich ist. And I think it's flat, so it lacks multidimensionality. Also das ist jetzt hier eindimensional, flach, also es fehlt an die Multidimensionalität. But it can help us visualize it. Aber es hilft uns, es zu visualisieren. So causes and effects, you can see them, they're intertwined. Also Ursachen und Wirkungen sind ineinander verschlungen. And interconnected non-linearly. Und sie sind verknüpft in einer nicht linearen Art und Weise. In an unpredictable way. In einer sehr unvorhersehbaren Art und Weise. I think it would be more useful to visualize it as a sphere instead of a flat surface. Ich denke, es wäre viel nützlicher, es wie eine Sphäre, ein Kreis zu visualisieren, als etwas, was flach oder wie eine Linie aussieht. Where everything causes effect, past, present, future, they're all in there, in this sphere. Wo in diesem Kreis oder in dieser Form, in dieser Kugel, vielen Dank, Vergangenheit und Zukunft alle miteinander verknüpft sind. And everything coexists simultaneously. Und alles koexistiert simultan. And they're all interacting together. Und sie interagieren alle miteinander. So I don't know how many of you know Doctor Who. Ich weiß nicht, wie viele von euch Doctor Who kennen. The time traveler. Der Zeitreisende. The people assume that time is a strict progression of cause to effect, but actually from a non-linear, non-subjective viewpoint, it's more like a big ball of wibbly wobbly, timey-wimey stuff. Like that. Also translate that. Ich weiß, dass die meisten Menschen glauben, dass die Zeit eine lineare Sache ist, aber eigentlich ist es eine Kugel, die mit so glibberiges Zeug alles miteinander in Interaktion sich befindet. So they're not sequentially arranged, that's the whole idea, it's wibbly wobbly. Sie sind nicht aneinander angereiht, sondern sie sind alle in eine in einem glibberigen Bewegung. Okay. Wow, that, you translated that? Yeah, wobbly, wobbly, glibberig. Nice, okay. So I think it's perfect because there's no word for it. Also ich denke, dass das schön ist, weil dafür gibt es kein Wort. So in this thing, the past, present, future demarcations. Also in diese in this thing, in this in dieser Kugel, die Vergangenheit und Zukunftsabgrenzungen everything coexists at the same time but in relative time. Sind nicht da, aber sind in Koexistenz miteinander zusammen, aber in relative Zeit. So it's simultaneous and contemporaneous. Das heißt, es ist gleichzeitig und auch contemporaneous, gleichzeitig existierend. Yes. So, what does this imply? Was will das jetzt implizieren? So, it basically means that the past does not cause the future. Es will im Grunde sagen, dass die Vergangenheit nicht die Zukunft kreiert. And that the future is present and active now. Und dass die Zukunft auch jetzt aktiv und gegenwärtig ist. So this point of reference which was adopted by Jung. Also diese Bezugnahme, die von Jung angenommen wurde, allows for somebody to be able to foresee in a way the future. Macht es möglich, dass jemand weissagen kann, vorhersehen kann, also in die Zukunft schauen kann. But it's not really foreseeing, it's here. Aber es ist nicht etwas, was vorhergesehen ist, es ist jetzt schon da. And this might sound like science fiction. Und das mag sich wie Science Fiction anhören. But as they say in English, life is stranger than fiction. Aber wie man auf Englisch sagt, das Leben selbst ist viel merkwürdiger als jede Fiktion.
So because Jung believed that the future exists in the present moment. Und da Jung glaubte, dass die Zukunft auch im gegenwärtigen Augenblick existiert. He observed with fascination precognition. Er beobachtete mit Faszination die das Vorausahnen. Yes, prophecy or future telling. Die Prophesie oder das Weissagen. And he welcomed these dreams and visions in his patients and his own life. Und er hieß diese Begriffe auch willkommen in seinem Leben und auch in den Leben seiner Patienten. So his belief in this reality. Also sein Glaube an diese Realität allowed for a development of a theory that has this particular temporal background. Ließ zu, dass diese Theorie sich entwickeln konnte, die diesen zeitlichen Hintergrund hatte. He believed that future telling dreams and visions could demonstrate the wholeness in nature. Er glaubte, dass die Prophezeiungen oder weissagenden Träume they could indicate the wholeness in nature. Sie könnten ein Hinweis dafür sein, dass die Natur eine Ganzheit darstellte. And so, because he allowed for this, he had a lot of future-telling visions and dreams. Und da er dieses einräumte, hatte er selber sehr viele weissagende Träume. So, and this is an important point, that him accepting the possibility. Und das ist ein sehr wichtiger Punkt, denn dadurch, dass er diese Möglichkeit akzeptierte, that an image can provide a vision of a possible future, dass ein Bild auch eine mögliche Zukunft liefern konnte, produced this kind of visions. Brachte diese Visionen auch hervor. And he allowed for such dreams to come forth in his patients. Und er erlaubte oder er schaffte den Rahmen, dass diese Art von Träumen in seinen Patienten auch hervorkommen konnten. Now, contrasting this with Freud. Nun in Kontrast zu Freud, who was a stubborn believer of determinism. Der ein hartnäckiger Verfolger von Determinismus war. And the cause and effect principle. Und die Ursache und Wirkung Prinzip. He could not accept this reality. Konnte er diese Wirklichkeit nicht akzeptieren. So he could not experience it. Also konnte er das auch nicht erleben. In his landmark book The Interpretation of Dreams. In seinem wichtigsten Werk, die Deutung der Träume, he blatantly rejected future telling. Hat er schlichtweg die Weissagung in Träumen abgelehnt. And in the same book, there are incidences of future telling reported by his patients. Und in demselben Buch gibt es Fälle von Berichten über diese weissagenden Träumen seiner Patienten. But Freud says it's just a projection of a wish. Und dazu sagte Freud, das sind nur Projizierungen von Wünschen. So essentially the patient wishes for something to happen and dream about it. Das heißt, der Patient wünscht sich etwas und träumt es. Er träumt sich das sozusagen. So his belief system. Also seine Glaubenssätze prevented him from accepting this reality. Verhinderte, dass er diese Wirklichkeit akzeptieren konnte. And he was essentially stuck on a linear approach. Und er ist auf einem linearen Ansatz stecken geblieben. So his theoretical frame blinded him to this experience. Sein theoretischer Rahmen ließ ihn blind sein für diese Wirklichkeit. Jung's frame, on the other hand, and I suspect Assagioli's as well. Der Rahmen von Jung und ich vermute auch von Assagioli allowed him to experience something beyond determinism. Machte es möglich, dass er etwas jenseits des Determinismus erleben konnte. It took me a very long time to wrap my head around this. Es hat sehr, sehr lange gedauert, bevor ich hier den Durchblick bekommen habe. And I'm really, really trying still. Ich bemühe mich immer noch. Ich weiß nicht, ob ich es schon richtig kapiert habe. But accepting the possibility, aber allein, dass ich die Möglichkeit annehme,
that the past, the present and future coexist at the same time. Dass die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft gleichzeitig existieren, also in Koexistenz miteinander sind. Has actually changed my perception of reality. Hat eigentlich meine Wahrnehmung der Realität verändert. And the actual meaning of past, present and future. Und die eigentliche Bedeutung von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. And I have witnessed several times precognition in my patients. Und ich habe einige Male dieses Vorherwissen in meinen Patienten, ich war Zeugin, dass dieses Vorausschauende in meinen Patienten. As well as in my own dreams. Wie auch in meinen eigenen Träumen. So, future telling is just a small example. Das heißt, die Zukunft weissagend ist nur ein kleines Beispiel. Of what I would like to call an unorthodox temporal reality in action. Dessen, was ich mit folgender Bezeichnung nennen möchte. Unorthodox temporal unorthodoxe zeitliche Realität. In action. In Aktion. And I will give you another example from Jung. Ich gebe noch ein Beispiel von Jung, which is perhaps his best known contribution to the field. Was vielleicht sein bester Beitrag in diesem Feld ist. This, the causal connecting principle of synchronicity. Die kausale verbindende Prinzip der Synchronizität. So for Jungians like myself, synchronicity is one of the most important phenomena. Für Jungianer, wie ich selber einer bin, ist die Synchronizität one of the most important phenomena. Eine der wichtigsten Phänomene. That describe and exemplifies. Die beschreiben und beispielhaft sind für reality as described by Jung. Für die Realität, wie sie Jung beschrieben hat. And through my work, I have tried to demonstrate that synchronicity can help us see. Und in meiner Arbeit habe ich versucht zu beschreiben, wie die Synchronizität uns helfen kann, zu sehen. The working of time and timelessness in real time. Wie die Zeitlichkeit und die Zeitlosigkeit in Echtzeit wirken. So this is a quote from Jung. Synchronicity cannot be a question of cause and effect, but of a falling together in time, a kind of simultaneity. Because of this quality of simultaneity, I have picked on the term synchronicity to designate a hypothetical factor equal in rank to causality as a principle of explanation. Die Synchronizität kann nicht eine Frage von Ursache und Wirkung sein, aber sondern eines in der Zeit zusammenfallende, eine Art von Simultanität. Wegen dieser Qualität von Gleichzeitigkeit oder Simultanität habe ich den Begriff Synchronizität gefunden, um einen hypothetischen Faktor zu nennen, die gleichrangig ist mit der Kausalität als ein Prinzip der Erklärung. The original was in German. Jetzt sagt sie, das Original war auf Deutsch. That's what you're just translating how back. Could you do this to me? I don't know. So this is a quote from his most elaborate work on synchronicity. Dieses ist ein Zitat von seinen dicksten Buch über die Synchronizität. So don't worry about this. Also macht euch da keine Sorgen drum. So the working of time is at the core of synchronicity. Das Arbeiten der Zeit ist im Kern der Synchronizität. Besides the word Chronos, which is the Greek for time. Neben dem Begriff Chronos, was griechisch ist für die Zeit. Is embedded in the word. Dieses ist findet sich in der Essenz dieses Wortes. So Jung observed that there are certain patterns. Jung beobachtete, dass es bestimmte Muster gab. That exists between psychic images and
outside events. Die existieren zwischen psychischen Ereignissen und äußeren Vorkommnissen. That are not causally connected, but they are meaningful. Die nicht kausal miteinander verknüpft sind, aber die sinngebend sind. And he found these patterns particularly attractive. Und er fand diese Muster besonders attraktiv. And he spent a lot of time developing this theory. Und er hat sehr viel Zeit damit verbracht, diese Theorie zu entwickeln. This theory led to a deeper understanding. Diese Theorie führte zu einem anderen Verständnis. About the interconnection between the inner and the outer worlds. Über die Interaktion oder das die Anknüpfung zwischen der inneren und der äußeren Welten. So as this quote suggests, it's beyond causality. Wie dieses Zitat auch anmutet, ist das jenseits der Kausalität. There had to be an additional principle, and synchronicity was this principle. Es musste ein anderes Prinzip geben und die Synchronizität war dieses andere Prinzip. So what is synchronicity? Was ist also die Synchronizität? So synchronicity deals with an inner experience. Die Synchronizität, in der Synchronizität geht es um eine innere Erfahrung. A thought, a vision, a dream. Ein Gedanke, eine Vision, ein Traum. A premonition. Eine Vorahnung. That is non-causally connected to an actual outside event. Das nicht kausal verknüpft ist an einen externen Ereignis. So let's look at an often quoted example of synchronicity. Lass uns ein Beispiel anschauen von einem oft zitierten ein oft zitiertes Beispiel von der Synchronizität. This is a case presented by Jung. It's been known as the Golden Scarab Incident. Das ist häufig von Jung präsentiert worden. Es nennt sich das goldene Hornblattkäfer oder Scarab. Scarab. Scarabeus eigentlich. Scarabeus. Yeah. And the scarab has become the symbol of synchronicity because of this. Und incident. Der Scarabeus ist zu dem Sinnbild der Synchronizität geworden. So Jung wrote about this female client of his. Jung schrieb über eine Patientin von ihm, eine Klientin von ihm. Who was well educated and extremely rational. Die sehr gut gebildet war und extrem rational. A woman, and Jung says this, of a geometrical idea of reality. Eine Frau, diese Frau hatte eine geometrische, ideale Wirklichkeit. So you're gonna do Jung translation again. Get ready. So, it's really not that bad. So, can I read it first? Yes, I will read it sentence by sentence. Yes. It's not like the other one. So, I was sitting opposite her one day, with my back to the window, listening to her flow of rhetoric. Ich saß ihr gegenüber eines Tages mit meinem Rücken zu dem Fenster und hörte zu, hörte ihrem Fluss, ihren rhetorischen Fluss zu. She had an impressive dream the night before. Sie hatte einen sehr beeindruckenden Traum am Abend davor. In which someone had given her a golden scarab. In dem jemand ihr einen goldenen Skarabäus gegeben hat. A costly piece of jewelry. Ein wertvolles Schmuckstück. While she was still telling me this dream, I heard something behind me gently tapping on the window. Während sie fortfuhr, mir diesen Traum zu erzählen, hörte ich hinter mir etwas, was sehr sanft an dem Fenster klopfte. I turned around and saw that it was a fairly large flying insect that was knocking against the window pane from outside, in the obvious effort to get into the dark room. Ich drehte mich um und sah, dass es sich um einen ziemlich großen fliegenden Insekt handelt, das gegen die Fensterscheibe klopfte von außen, in dem offensichtlichen Versuch, wieder zurück in den dunklen Raum zu gelangen. This seemed to me very strange. Das schien mir sehr seltsam. I opened the window immediately and caught the insect in the air as it flew in. Ich öffnete das Fenster sofort und fing den Insekt in der Luft, als es hineinflog. It was a scarabaeid beetle. Es war ein Scarabeus. Or common rose chaffer. Oder gewöhnlicher Blatthornkäfer. Whose gold-green color most nearly resembled that of a golden scarab. Dessen goldgrüne Farbe fast Ähnlichkeit hatte mit. I handed the beetle to my patient with the words, "Here is your scarab." Ich
überreichte... Oh, sorry. It's okay, it's okay. Ich überreichte meine Patientin den goldenen Skarabäus mit den Worten, hier ist ihr Skarab. There you go. Yeah. Forgot. It's okay. So, this incident, Jung observed, punched a hole in her rationalism. Dieser Vorfall hat ein Loch in ihr rationales Gebäude geschlagen. And allowed for an the interpretation from a different point of view. Und machte es möglich, eine Interpretation aus einem anderen Blickwinkel zu bekommen. So now healing could take place. Ab jetzt konnte Heilung stattfinden. So why? Why is this so important? Also warum ist das so wichtig? So what were the chances of a scarab, an actual scarab tapping on the window as the patient was telling a dream of a scarab? Was sind jetzt statistisch gesehen die Chancen, dass ein Skarabäus in dem Moment an dem Fenster klopft, wo über ein Skarabäus gesprochen wurde? So Jung said, and I certainly agree. Jung sagte, und ich sicherlich stimme ich ihm zu. This cannot be causality. Das hier kann es sich nicht um Kausalität handeln. So the dream did not cause the scarab at the window. Der Traum hatte nicht den Skarabäus am Fenster hervorgebracht. And certainly the scarab didn't cause the dream. Und sicherlich hat der Skarabäus auch nicht den Traum verursacht. Nonetheless, these two events, the inner and the outer events, nichtsdestotrotz, die innere und die äußere Erfahrung were meaningfully connected. Waren sinngebend verknüpft. And for this meaning to be given to this event, und um die Bedeutung oder den Sinn dieses Ereignisses zu gelangen, the events had to happen around the same time. Mussten die Ereignisse gleichzeitig geschehen, um die gleiche Zeit geschehen. As Jung said, it was a falling together in time. Wie Jung sagte, es war ein in der Zeit Zusammenfallen. Had these events happened separately, wenn diese Ereignisse getrennt voneinander passiert wären, say if the scarab tapped on the window 2 months later, sagen wir mal, der Skarabäus hatte 2 Monate später am Fenster geklopft, it wouldn't be so impressive. Wäre das nicht so beeindruckend. So times flow, so dass also die Zeit fließt. And the attention given to the events as they happened. Und die Aufmerksamkeit, die gegeben wird an die Ereignisse, während sie passieren. With each frame of time is essential. Mit jedem Zeitrahmen ist wesentlich. So, the scarab. The Egyptian god Khepri. Der ägyptische Gott Khepri embodied the sacred scarab. Verkörperte der heilige Skarab. Khepri propels the sun out of the darkness. Khepri pushes, schiebt die Sonne aus der Dunkelheit. The darkness of the underworld and across the sky during the day. Die Dunkelheit der Unterwelt. And across the, it's und, the deity that crosses the sky in und the die am Himmel vorbei sich am Himmel vorbei bewegt während des Tages. The symbol of the scarab evokes social consciousness. Das Symbol des Skarabäus ruft Sonnenbewusstsein hervor. And it is associated with an unconscious force. Und es ist assoziiert mit einem mit einer unbewussten Kraft, that propels, pushes consciousness die das Bewusstsein vorantreibt zum Erwachen. It is a symbol of rebirth and self-creation. Es ist ein Symbol der Wiedergeburt und der Selbstschöpfung. And of the balancing of the finite and the infinite dimensions of the self. Und des Ausbalancieren der endlichen und der unendlichen finite and infinite dimensions of Dimensionen the self. Des Selbstes. So like the scarab god Khepri, so wie der Skarab Gottheit Khepri, synchronicity punches a hole into the finite realm. Schlägt die Synchronizität ein Loch in die endliche
Welt. So that timelessness and interconnection with the greater whole can come through. So dass die Zeitlosigkeit und eine innere Verbindung hervorgebracht werden kann. So for synchronicity to attain such an important role in Jung's theory. Dass die Synchronizität so eine wichtige Rolle in Jung's Theorie bekommen hat. He had to accept non-linear time, multidimensionality and interconnection. Musste er nicht lineare Zeit, Multidimensionalität und an interconnection between the inner and the outer. Und eine Verknüpfung zwischen des Inneren und des Äußeren. He had to accept that beyond time there is timelessness. Er musste akzeptieren, dass jenseits der Zeit es die Zeitlosigkeit gab. As a reality that operates outside the linear fixed time. Als eine Realität, die sich handelte jenseits der reellen Zeit. Synchronicity bridges matter with spirit. Die Synchronizität überbrückt oder schafft eine Brücke zwischen Geist und Materie. And time with eternity. Und der Zeit mit der Zeitlosigkeit, mit der Ewigkeit. Why am I giving so much attention to synchronicity? Also warum gebe ich jetzt so viel Aufmerksamkeit, gebe ich der Synchronizität so viel Aufmerksamkeit? Well, first because it's a beautiful phenomenon. Also zunächst, weil es ein wunderschönes Phänomen ist. That never ceases to amaze me. Die nie aufhört, mich in amaze. Yes, never stops to amaze me. Es hört nie auf, mich in Verwunderung zu versetzen. It is a humbling occurrence. Es ist eine in die Demut führende Ereignis. And it's awe-inspiring. Und es ist atemberaubend. And it happens a lot. Und es passiert häufig. Many people say it's magical or out of this world. Viele sagen, es ist magisch oder nicht von dieser Welt. But it's not. It's as real as you and I. Aber das ist es nicht. Es ist so reell wie du und ich. And even though you might have observed synchronicity. Und auch und obwohl Sie vielleicht auch die Synchronizität beobachtet haben. You might not have thought about the implications of synchronicity. Habt ihr vielleicht nicht über das, was das impliziert, nachgedacht? It basically implies you have to let go of causality. Es beinhaltet im Grunde, dass man die Kausalität loslassen muss. And of all things linear. Und alle lineare Dinge. And relative time must be accepted as a possibility. Und die relative Zeit muss als eine Möglichkeit angenommen werden, akzeptiert werden. And connection of the self with the outer world must also be accepted. Und die Verbindung des inneren Selbst mit der äußeren Welt muss auch akzeptiert werden. It's not out of this world. Es ist nicht nicht von dieser Welt. It's to say the least worth considering as a good enough proof. Start again, please. To say the least, it's a good enough proof. Es ist wenigstens also das Wenigste, was man sagen kann, ist das ein Beweis of the non-causal realm of nature. Des nicht kausalen Raum oder Welt der Natur. And it can also help us seize the moment. Und es kann uns auch helfen, den Augenblick zu ergreifen, den Tag zu ergreifen. The more you ponder on synchronicity, the more it happens. Je mehr wir über die Synchronizität nachsinnen, desto häufiger geschieht es. So if you pay attention to this reality, you evoke synchronicity. Wenn wir die Aufmerksamkeit dieser Realität geben, rufen wir sie hervor. So indeed, it's an ever-present reality for those who have eyes to see. Es ist in der Tat eine immer gegenwärtige Realität für die, die Augen haben, sie zu sehen. So in other words, you need to tune in. Mit anderen Worten, es gilt, sich einzustimmen. To this unorthodox reality. In diese unorthodoxe Realität. And if you accept that there are timeless portals. Und wenn du akzeptierst, dass es zeitlose Portale gibt. Through which you could enter even for a moment. Durch die wir eintreten könnten, auch nur für einen Augenblick.
you can actually experience this reality. Können wir in der Tat diese Realität erleben? So I want to reemphasize that Jung's perception of time. Ich möchte noch betonen, dass die Jung's Wahrnehmung der Zeit determined his experience of time. Bestimmte sein Erleben der Zeit. And in fact his experience of life. Und in der Tat sein Erlebnis des Lebens. And this is true for every single one of us. Und das gilt für jeden einzelnen von uns. Jung's acceptance of time's relativity. Jung's Akzeptanz der Relativität der Zeit and of a timeless reality und der zeitlosen Realität allowed for his experiencing of future telling and synchronicity. Schaffte den Rahmen für seine zukunftsweissagende Wirklichkeit. For Jung, the psyche is beyond and above the physical world. Für Jung ist die Psyche jenseits und oberhalb der physischen Welt. It transcends the material world. Sie transzendiert die materielle Welt, die physische Welt. He tried to reconnect the psyche with the world. Er versuchte, die Psyche mit der Welt zu vereinbaren. And to demonstrate that the psyche reaches and influences. Und zu demonstrieren, dass die Psyche erreicht und beeinflusst the physical world. Die physische Welt. And this interconnection is non-linear. Und diese Interaktion, dieses miteinander verknüpft sein, ist nicht linear. So this approach implies that the future is within our reach. Dieser Ansatz impliziert, dass die Zukunft für uns greifbar ist. Not by accepting parascientific explanations. Nicht durch die Akzeptanz von parawissenschaftlichen Erklärungen, but by widening our scope. Sondern indem wir unsere Möglichkeiten erweitern. And by embracing timelessness. Und indem wir die Zeitlosigkeit umarmen. So to inclusively cover the whole of the temporal spectrum. Um einschließlich das gesamte zeitliche Spektrum abzudecken. We have to supplement linear time with relative time. Müssen wir die lineare Zeit durch die relative Zeit ersetzen. Because they're not contradictory. Sorry, we have then I've translated not, wrong. Sorry, the two are not contradictory. Sie sind nicht Entschuldigung, sie sind nicht widersprüchlich. They're complementary. Sie sind komplementär. So I will go to a fairy tale now. Jetzt komme ich zu einem Märchen. I don't know how many of you read Alice's Adventure in Wonderland. Ich weiß nicht, wie viele von euch Alice in Wunderland kennen. By Lewis Carroll. Von Lewis Carroll. The best book ever written. If you haven't read it, read it. Das beste Buch, das es je gegeben hat. Wenn ihr das noch nicht gelesen habt, tut es. After Jung, of course. Nach Jung, natürlich. So Alice falls down a very deep rabbit hole. Also Alice fällt runter in ein sehr, sehr tiefen Hasenloch. While following a white rabbit with a clock. Sie lief einem weißen Kaninchen mit einer Uhr hinterher. And he keeps repeating, the bunny keeps repeating, I'm late, I'm late. Und das Kaninchen wiederholte immer, ich bin zu spät, ich bin zu spät. So she ends up in a magical wonderland. Und sie befindet sich in einem magischen Wunderland. She has an incredible long adventure. Sie hat einen unglaublich langes Abenteuer. Which in real time lasts a few minutes. Was in Echtzeit ein paar Minuten dauert. So during her travels in Wonderland. Während ihrer Reisen im Wunderland. Alice meets the Mad Hatter. Begegnet sie den Mad Hatter, also den verdrehten Hase. Hm? Der Hutmacher. Ja. Ja. Ja, okay, aber okay. You have to read it. I've read it. Okay. Yeah. The Mad Hatter. Yeah. So he is a character who is immune to stress. Er ist ein Typ, der stressimmun ist. And he explains to Alice that time
is an entity und that needs to be respected. Und er erklärt Alice, dass Zeit eine Entität ist, die respektiert werden muss. And understood. Und verstanden werden muss. So I will read an extract from the book. Also ich lese einen Extrakt aus diesem Buch. Come close to me. So I will just read it first. Okay. So, if you knew time as well as I do, said the Hatter, you wouldn't talk about wasting it. It's him. I don't know what you mean, said Alice. Of course you don't, the Hatter said, tossing his head contemptuously. I dare say you never even spoke to time. Perhaps not, Alice cautiously replied, but I know I have to beat time when I learn music. Ah, that accounts for it, said the Hatter. He wants that beating. Now, if you only keep on good terms with him, he'd do almost anything you like with the clock. There you go. Wenn du die Zeit so gut kennen würdest wie ich, sagte der Hutmacher, thank you very much, würdest du nicht darüber sprechen, sie zu vergeuden, also die Zeit. Er ist es. Ich weiß nicht, was du meinst, sagte Alice. Natürlich tust du das nicht, sagte der Hutmacher und schmiss seinen Kopf verachtend nach hinten. Ich vermute, dass du noch nie mit der Zeit gesprochen hast. Vielleicht nicht, sagte Alice zaghaft. Aber ich weiß, dass ich die Zeit schlagen muss, wenn ich Musik mache. Ah, deshalb, sagte der Hutmacher. Er hasst es, geschlagen zu werden. Nun, wenn du nur dich gut mit ihm halten würdest, er würde fast alles für alles tun würde, was du möchtest. Er würde fast alles mit der Uhr tun, was du willst. So I think the Mad Hatter gave an excellent advice. Also ich denke, der verrückte Hutmacher hat uns einen ausgezeichneten Rat gegeben. We need to be on good terms with time. Wir müssen uns gut verstehen und gut halten mit der Zeit. So that time can be on our side. So dass die Zeit auf unsere Seite ist. The time! Who's got the time? No. No time. Hello, goodbye. I'm late. The White Rabbit! Oh, I'm so late. I'm so very, very late. Well, no wonder you're late. Why, this clock is exactly 2 days slow. 2 days slow? Of course you're late. My goodness. We'll have to look into this. Aha! I see what's wrong with it. Why, this watch is full of wheels. Oh, my poor watch. Oh, my wheels. The springs. But. Butter, of course. It needs some butter. Butter! Butter? Butter. Oh, thank you, butter. Yes, that's fine. Oh, no. You'll get crumbs in it. Oh, this is the very best butter. What are you talking about? Tea? Oh, I never thought of tea, of course. No. Tea. No, not tea. Sugar? 2 spoons. Just 2 spoons, thank you, yes. Be careful. Jam? I forgot all about jam. Just show you what a place to do. Mustard, yes, but mustard. Don't let's be silly. Lemon, that's different. There. That should do it. Look at that! Four knives. Oh, my goodness. Oh, dear. Oh, bad. Look at that one. I can't understand it. Bad watch. Bad watch. Bad watch. Oh, look. You think this thing is all mine? There's only one way to stop a bad watch. 2 days slow, that's what it is. It's a mad watch. I think it's brilliant. Brilliant. You don't need to translate that. There's no need for translation. So we live our lives in a clock-bound world. Wir verbringen unser Leben in einem uhrgebundenen Welt. Dominated by fixed keepings of time. Das beherrscht ist von dem Einhalten der Zeit. But if we pay attention, if we choose to pay attention. Aber wenn wir aufmerksam schenken, wenn wir wählen, Aufmerksamkeit zu schenken, we will realize that we're also inundated by
paradoxical temporal experiences. Werden wir erkennen, dass wir auch überflutet sind von paradoxe zeitlichen Erlebnissen sind. That occur in dreams, in the analytic situation, or even in the real life of the awakened life. Die stattfinden in Träumen, in analytischen Situationen und auch im wahren Leben. And by coincidences that cannot be explained by the clock. Durch Zusammenfälle, die nicht durch die Uhr erklärt werden können. So Marcel Proust was right. Also hatte Marcel Proust recht. Time is elastic and relative. Die Zeit ist elastisch und relativ. Time and timelessness. Die Zeit und die Zeitlosigkeit. Defined our experience and existence. Definieren unsere Erfahrungen in unserer Existenz. However impossible it is for consciousness to grasp this reality. Wie schwierig das auch ist, für das Bewusstsein diese Wirklichkeit zu begreifen. We need a sufficient way of negotiating this. Wir brauchen eine adäquate Art und Weise, dieses zu verhandeln. We need to cultivate this thought. Wir brauchen diesen Gedanken kultivieren. Because this temporal reality governs our lives. Denn diese zeitliche Wirklichkeit beherrscht unser Leben. It has been observed that time and space are things that we do and have to do. Es ist beobachtet worden, dass Zeit und Raum Sachen sind, die wir machen müssen. To make sense of a world which really makes no sense at all. Um einen Sinn zu geben, um der Welt, die Welt, die überhaupt keinen Sinn macht, Sinn zu geben. And I would add that sense making could be facilitated. Und ich würde hinzufügen, dass eine Sinngebung auch ermöglicht werden kann. If we embrace timelessness. Wenn wir die Zeitlosigkeit umarmen. I think that Jung's theory and particularly synchronicity. Ich denke, dass die Theorie von Jung und insbesondere die Synchronizität allow us to reach beyond the everyday bound world. Machen es möglich, dass wir jenseits der gebundenen Welt into a greater realm. In eine viel größere Welt. Rich with meaning and connections. Die reich ist mit Bedeutung und Verbindungen, Verknüpfungen. And this is the realm that inspires fulfillment. Und dieses ist die Welt, die die Erfüllung inspiriert. An interconnection with the world. Und die Innerverbindung mit der Welt. So having the time of our lives. Also die Zeit unseres Lebens haben. I chose this phrase because I really think that time is something we can have. Ich habe diesen Ausdruck gewählt, weil ich glaube wirklich, dass dass Zeit etwas ist, was wir haben können. But only if we decide to do so. Aber nur, wenn wir uns dazu entschließen. And if we pay attention. Und wenn wir ihr Aufmerksamkeit geben. Indeed, if we keep on good terms with time, as the Mad Hatter said. Und wenn wir in der Tat uns gut mit der Zeit halten, wie der verrückte Hutmacher gesagt hat. Time is of essence. Zeit ist das Wesentliche. It is a divine gift that needs to be handled with care like life. Es ist ein heiliges Gut, das mit Vorsicht, Ehrfurcht behandelt werden muss, wie das Leben. And just like with pretty much everything else in life. Und so wie mit fast alles im Leben. The more we get to understand it, je mehr wir etwas begreifen und verstehen, the more we can experience the complexities. Je mehr können wir die Komplexitäten auch verstehen. And more we enjoy it. Und je mehr können wir es auch genießen. Indeed, the more we can have the time of our lives. Und in der Tat, umso mehr können wir die Zeit unseres Lebens haben. Thank you for your time. Vielen Dank für eure Zeit.